Welcome to Talking International. Hallo und herzlich willkommen. Wir möchten heute erfahren, wie es ist, als internationaler Student in Deutschland zu leben und hier in Kiel an der Fachhochschule zu studieren. Ja, ein ganz herzliches Hallo auch an Charzad und Umid. Die beiden studieren Mechatronik hier an der Fachhochschule Kiel und teilen nicht nur ihr Studium, sondern auch ihr Leben hier in Kiel. Wir freuen uns, dass ihr heute bei uns seid. Charzad und Umid, ihr seid auf unterschiedlichen Wegen hier nach Deutschland gekommen. Könntest du uns, Charzad, kurz von deinem Weg einmal berichten? Ja, ich bin mit Studiumvisum hergekommen. Und dafür musste ich mich in verschiedene Unis bewerben und dann musste ich von Deutscher Botschaft ein Visum bekommen und dann musste ich hier einen Aufnahmetest schreiben und dann durfte ich an der Studienkolleg teilnehmen ein Jahr und danach durfte ich mit meinem Studium anfangen. Mhm. Interessant. Wie war das bei dir, Umid? Wie bist du hierher gekommen? Ja, ich bin hier als Flüchtling gekommen und ich bin schon seit 9 Jahren hier in Deutschland. Und zuerst habe ich mich mit Deutsch angefangen, beschäftigt mit C1, sollte ich machen. Genau, Sprache. Und Dann bist du wahrscheinlich hier eingereist nach Deutschland, musstest erstmal wo leben? Genau. Ich war in der Nähe von Hamburg gelebt und zuerst war ein bisschen sehr schwierig für mich, weil ich alleine hier gekommen war und ich war ein paar, Challenge. Es war eine Herausforderung in meinem Leben, genau. Natürlich, ja, auf jeden Fall, verstehe ich. Genau. Und dann haben euch eure Wege quasi hier an der FH gekreuzt, dann habt ihr euch kennengelernt, richtig? Genau, wir haben euch kennengelernt. An der Studienkolleg haben wir uns kennengelernt. Ich war am Ende meines ersten Semesters und dann kam Omid an der Studienkolleg und da haben wir uns kennengelernt. Ja, okay, interessant. Was ist das Studienkolleg genau? Wofür brauchtet ihr das? Studienkolleg brauchen fast alle ausländischen Studenten, damit diejenigen, die später an Uni oder FH studieren möchten. Ja. Weil, ich weiß, wenn man hier Abitur machen möchte, muss man 13 Jahre an der Schule sein, aber bei uns, besonders im Iran, wir waren 12 Jahre. Mhm. Und diese Differenz ein Jahr muss man hier nachholen, damit man die deutsche Abitur hat, danach kann man einfach studieren. Mhm. Und das besteht aus T-Kurs und M-Kurs, für diejenigen, die Technik studieren möchten später oder medizinische Fächer studieren möchten. Okay. Aber zuerst muss man eine Aufnahmeprüfung machen und wenn man besteht, kann danach das Studienkolleg besuchen. Also die Voraussetzung, dass ihr dann hier studieren könntet. Ja, interessant. Okay, so seid ihr also quasi nach Deutschland und zur FH Kiel gekommen. Charzad, was hat dich denn dazu bewogen, überhaupt hier in Deutschland zu studieren? Also bei uns und ich glaube auch bei vielen Ländern ist bekannt, dass Deutschland sehr gut für Ingenieurwissenschaften ist und dass die Unis auch fast kostenlos sind. Und meine Tante und mein Onkel sind seit vielen Jahren hier. Und genau, und ich dachte mir, dass ich sehr gute Arbeitszukunft habe, wenn ich in Deutschland studiere, als eine Frau in Ingenieurwissenschaften. Mhm. Deswegen. Hast du das ähnlich gesehen, dass du dich hier für die FH entschieden hast? Ja, genau. Und ich wollte immer studieren, egal wo und wann. Und als ich hier war, habe ich mir gedacht, ja, ich möchte studieren, was kann ich machen? Wie ich gesagt habe, es war ein paar Herausforderungen. Dann habe ich mich entschieden, studieren. Dann habe ich die Aufnahmeprüfung ich war früher in Hamburg gewohnt. Dann habe ich Aufnahmeprüfung von Kiel gemacht. Dann habe ich bestanden, dann war ich in Kiel. Angenommen, genau. So, und ich stelle mir das jetzt erstmal so vor, also ihr musstet ja aus dem Iran hierher für euer Studium euch bewerben, ihr musstet eine Wohnung finden und wahrscheinlich noch viele andere Dinge. Wie schwierig war es das? Was musstet ihr alles beachten? Also erstmal in Iran war das schwierig, einen Termin bei Deutscher Botschaft zu bekommen. Und dann
natürlich deutsche Sprache zu lernen. Und danach, weil, wenn wir dann viel Stress für Visum und dann, wenn wir da hier waren, also Arbeitserlaubnis arbeiten und ein Zimmer zu finden und Aufnahmetest auch. Und zuerst bekommt man 3-monatige Visum und inzwischen muss man einen Studienplatz bekommen. Das heißt natürlich, man muss die Prüfung bestehen. Mhm. Und das macht alles sehr schwierig in kurzer Zeit. Ja. Für dich war es ja dann anders, du bist ja anders hergekommen. Genau, und für mich war ein bisschen anderes. Ich, wie ich gesagt habe, ich habe im Iran an der Schule und dann habe ich studiert im Iran Maschinenbau. Mhm. Deshalb hat meine Fachrichtung in Mathe zu tun. Mhm. Aber in Deutschland habe ich meine Dokumente anerkennen lassen. Dann habe ich eine Bescheinigung, damit ich später M-Kurs besuchen. Aber ich wollte keinen M-Kurs. So, solche Fehler passieren oft. Und ich wollte T-Kurs besuchen, damit ich später Mechatronik studiere. Technisches studieren. Ja. Deswegen war es hat so viel Zeit gekostet. Dann konnte ich erstmal die Feststellungsberufung an der Fall nicht machen. Das habe ich verpasst. Dann habe ich wiederum versucht. Dann endlich habe ich einen T-Kurs. Dann durfte ich an den T-Kurs teilnehmen. Mhm. Das war ein bisschen schwierig für mich zuerst. Mhm. Gab es dort irgendwie Hilfe überhaupt, so diese Kurse zu finden, zu suchen? Oder musstet ihr euch das selbst quasi raussuchen und erarbeiten, wie ihr da zu den Kursen kommt und so weiter? Bei mir ja, tatsächlich. Zuerst wusste ich nicht, aber später habe ich herausgefunden, in Hamburg gab es damals auch eine Stiftung, der heißt CJD. Die hilft alle ausländische Studierenden, die hier studieren möchten. Mhm. Und sie sind sehr aktuell und sie haben mir echt sehr geholfen in dieser Richtung. Mhm. Und sie haben versucht, damit ich von M-Kurs zu C-Kurs komme. Und sie helfen gerne die ausländischen Studenten bzw. die Flüchtlinge. Mhm. Also es gibt schon Unterstützung, aber die Zeitfenster haben sich oft überschnitten und irgendwie war es immer knapp, hören wir raus. Aber irgendwie ihr habt es hierher geschafft und schön, dass ihr hier bei uns studiert. Freue mich da sehr. Das können wir auch. Genau. Und entspricht das Studium denn überhaupt jetzt auch euren Vorstellungen und euren Erwartungen? Also seid ihr zufrieden mit eurer Wahl? Jetzt zuerst hatte ich Zweifel daran, aber nach und nach ja. Dieses Studienfach hat mir gefallen, weil wie ich gesagt habe, ich mag Technik und in Mechatronik, ich habe richtig viele Auswähle in Zukunft, weil mein Studium hat mit Maschinenbau, mit Elektronik, mit Optik zu tun, beziehungsweise mit Informatik. Mhm. Deswegen ja, ich bin jetzt zufrieden mit meinem Auswahl und im Master habe ich vor, auch weiter studieren in Richtung Mechatronik. Mechatronik. Mhm. Mhm. Und gibt es noch Sachen oder Verbesserungsbedarf hier an der FH zum Beispiel, auch im Hinsicht für internationale Studierende? Wie sieht es da aus? Also zuerst, wenn man als eine ausländische Student hier ist, man hat im Leben erstmal viel Stress. Und das Studium ist ganz andere und neue System für uns. Mhm. Also Mode und die Prüfungsanmeldungen und so. Es gibt zwar viele Informationen an der Webseite und man bekommt einige Hefte, aber die sind viel zu viele Infos für erstes Semester. Und man hat natürlich im ersten Semester ein bisschen Schwierigkeit, mit anderen zu Kontakt zu kommen, mit der Sprache und so. Und also erste 2 Semester sind immer sehr schwierig, wegen Klausuranmeldungen und Wahlmodule und so. Das können wir auch gut nachvollziehen. Ja, für uns war das auch schwer am Anfang, die ganzen Systeme kennenzulernen. Ja. Könntet ihr euch dann vorstellen, langfristig in Deutschland zu bleiben und hier auch zu arbeiten? Also du hattest es vorhin schon einmal kurz angesprochen, Omid. Ja, tatsächlich möchte ich nach meinem Studium hier eine Stelle zu finden. Mhm. Oder vielleicht in Kiel oder überall, vielleicht in größere Stadt, weil ich mehrere Möglichkeiten habe. Mhm. Und ja, würde ich hier bleiben und arbeiten. Wie würde das bei dir aussehen? Ihr würdet ja wahrscheinlich zusammen euch entscheiden. Genau. Also wir würden erstmal es ausprobieren, wie der Arbeit hier ist.
Aber natürlich, ich bin immer offen für, also offen für andere Städte auch? Genau, ja. Also auf jeden Fall große Städte, weil wir aus großen Städten kommen. Ja. Ja. Hamburg oder Berlin, München oder so, solche Städte sind interessanter für Leben für uns. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Habt ihr noch einen Rat für andere internationale Studenten, die vorhaben, hier an die FH oder auch nach Deutschland zu kommen? Was würdet ihr denen für einen Rat geben? So, das müsst ihr machen oder gebt nicht zu schnell auf oder... Also mein erster Vorschlag immer für ausländische Studenten ist immer zuerst also die Sprache sehr gut beherrschen. Sprache? Genau. Mhm. Sprache ist am wichtigsten für Arbeit, Studium und Kontakte. Mhm. Und hier Kontakte ausbauen. Mhm. Ja. Genau. Und wie ich Cesar gesagt hat, würde ich auch hinzufügen, dass die sollten nicht aufgeben, die sollten immer am Ball bleiben, weil gibt es immer Schwierigkeiten, besonders mit der Sprache. Am Anfang, es kann sein, besonders auch an Studienkolleg, weil diejenigen, die Studienkolleg besuchen, haben entweder B1 oder B2 Zertifikat, das ist nicht so hoch. Sprachzertifikat. Genau. Mhm. Und die sollten, zuerst würde ich sagen, man versteht nur Bahnhof und nach wird man daran gewonnen. Und mit Sprache kann man, in den Studien würde ich sagen, hat man nicht so viele große Probleme. Aber am Anfang hat man besonders, aber muss man nicht aufgeben. Mhm. Das wird alles besser. Ja. Das heißt, ihr habt ja auch schon einige Herausforderungen auf dem Weg bis hierhin quasi gemeistert. Würdet ihr es nochmal so machen? Würdet ihr euch nochmal für ein Studium hier an der FH Kiel oder auch allgemein in Deutschland entscheiden? Kleines Zögern. Ihr könnt sehr ehrlich sein. Ich hatte eigentlich nicht so viel Zeit, mich und nicht so viel Auswahl, weil ich sehr begrenzte Zeit hatte und inzwischen eine Prüfung bestanden musste. Mhm. Und mein erster Ziel war eigentlich in Deutschland zu bleiben und dann Studium. Zuerst habe ich mich nicht gefreut, weil ich viel gehört habe, dass es Fachhochschule zu Uni viele Unterschiede hat. Mhm. Aber als ich hier war und mit Dozenten und Studenten in Kontakt war, habe ich gemerkt, nee, das ist ähnlich und wir haben auch später gute Arbeit Zukunft. Aber nur wegen Corona, wir hatten nicht so viel praktische, konnten nicht so viel praktische Erfahrungen sammeln. Aber es liegt nicht an der Fachhochschule Kiel. Ja. Okay. Umid, wie sieht es bei dir aus? Ich würde genau so sagen, ich habe FH Kiel ausgewählt, weil ich wusste, dass an der FH lernt man viel praktisch im Vergleich zur Uni. Mhm. Und ich war, weil im Iran ist auch genauso wie Uni, lernt man nur viele theoretische Sachen. Aber unglücklicherweise war Corona und vier Semester hatten wir alles online, sogar unsere Labore und mit Technik online ist ein bisschen schwer. Unsere Prof versucht durchzuführen und sollte nur gucken. Deswegen war ein bisschen schwierig, aber es hat mit FH und mit Kiel nichts zu tun, hat mit Corona leider zu tun und wir konnten nichts dagegen tun. Mhm. Aber ich war zufrieden, ich mache diesen Weg, was ich gemacht habe. Ja, wir wünschen euch natürlich alles Gute für eure gemeinsame Zukunft und bedanken uns auch für eure Offenheit und dass ihr heute bei uns wart und damit verabschieden wir uns. Tschüss. Tschüss.